In Myanmar sind erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Militärputsch zu protestieren. Kundgebungen gab es etwa in der ehemaligen Hauptstadt Yangon und in der zweitgrößten Stadt des Landes Mandalay. Verlässliche Angaben über die Zahl der Teilnehmer gibt es nicht. Vielerorts zogen die Menschen bewusst durch kleine Straßen, um eine Konfrontation mit der Polizei zu vermeiden. Im Internet verbreiteten sich Bilder und Videos von Ostereiern, die die Gegner des Militärputschs bemalt hatten. Darauf standen Forderungen nach Demokratie oder auch Rettet Myanmar. Nach jüngsten Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden seit dem Putsch vor 2 Monaten über 550 Menschen getötet. Laut der Hilfsorganisation Save the Children sind mehr als 40 Kinder unter den Opfern. Die Einsatzkräfte gehen seit Wochen mit brutaler Gewalt gegen jeden Widerstand vor.